Hallo liebe Camperfreunde, wir sind schon eine Woche zurück aus unserem Urlaub und der Alltag hat uns fest im Griff. Wir waren 4 Wochen unterwegs und wir sind nach Portugal gereist und wir nehmen euch jetzt mit zu unseren Highlights. Außerdem gibt es noch einen Faktencheck, was hat alles gekostet, wie lange waren wir unterwegs, Maut, Campingplätze etc. Also bleibt dran! Wir wohnen ja in der Nähe der Schweizer Grenze, also ging es von dort aus los. Wir sind dann fast durch ganz Frankreich, 850 Kilometer und unser erster Stopp war Carcassonne. Genau, und da kam auch schon der erste Schock, als wir an der Mautstelle dann bezahlen mussten, weil unser Wohnmobil 3,12 Meter hoch ist, mussten wir fast 200 Euro Maut bezahlen. Das ist echt der Wahnsinn. Mhm. Und ja, weiß nicht, wie hoch euer Wohnmobil ist. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr bezahlt habt, wenn ihr bis nach Spanien fahrt. Das würde mich echt mal interessieren. Wir haben die Festungsstadt Carcassonne besichtigt und haben dort dann auch eine Übernachtung gemacht. Und dann ging es weiter. Genau. Von den Highlights mache ich übrigens noch extra Videos, damit das Video nicht zu lang wird und den ganzen Rahmen sprengt. So bleibt alles kurz und knackig. Und ihr seht, wo wir lang gefahren sind. Dann ging es weiter nach Spanien. Wir waren in der Nähe von Valencia und dort haben wir dann mit 2 Übernachtungen uns etwas erholt von der ganzen Fahrerei. Genau, da sind wir ein bisschen am Strand gelegen und so. Anschließend ging es dann weiter an den Geopark. Und dort sind wir dann schön durch die Wüste gecruised. Leider war es uns aber zu heiß, um dort noch mehr Sachen anzuschauen. Und die Wettervorhersage war bis 35 Grad. Deswegen sind wir dann nur durchgefahren. Wir haben aber tolle Videos gemacht und so. Da gibt es auch ein Highlight-Video dazu. Und endlich in Portugal angekommen, haben wir uns einen tollen Campingplatz ausgesucht bei Amacharo de Pera, wenn man das so ausspricht. Dort sind wir fast eine Woche geblieben, ist übrigens ein Axi-Campingplatz und für uns beide mit unserem Wohnmobil und Hund waren das gerade mal 15 Euro pro Nacht. Genau, ich habe auch von den Campingplätzen immer Shorts-Video gemacht, also kurze Videos davon, damit ihr einen kleinen Einblick habt. Ich mache die auch mal die Links alle dazu unter das Video, dann könnt ihr euch die Campingplätze auch mal anschauen, wenn ihr wollt. Ansonsten sind wir dann von dort mit dem Fahrrad dann weitergefahren oder nicht weitergefahren, haben uns die Algarve dann angeschaut. Es waren echt super tolle Spots mit Klippen und türkisklarem Wasser und so. Und davon macht dann auch noch ein Highlight-Video. Genau. Wir haben uns mit mehreren Stopps die Küste entlang hochgearbeitet bis nach Lissabon. Dort haben wir uns dann den teuersten Campingplatz von der ganzen Reise genommen, der aber auch in der Stadt ist. Es ist, glaube ich, auch der einzigste. Und der hat 45 Euro circa gekostet, wobei wir noch ein bisschen Prozent gekriegt haben wegen der Axi-Karte. Ja, von dort aus sind wir dann mit dem Fahrrädern los und haben die Stadt besichtigt. Da solltet ihr auf jeden Fall E-Bikes haben, weil es einfach alles nur bergauf und bergab geht. Ja, das wäre sonst sehr anstrengend ohne Unterstützung. Übrigens, Lissabon kann man natürlich mit unterschiedlichen Möglichkeiten besichtigen, aber für uns war tatsächlich nur die Möglichkeit mit unseren Fahrrädern, also wir haben ja die E-Bikes,
da das Thema Hund relativ schwierig ist in Portugal, man darf sie nämlich nicht mitnehmen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und somit war das mit unserem Fahrrad bzw. auch mit unserem Hundeanhänger eine gute Idee. Genau. Später sind wir noch drauf gekommen, dass man auch ein Uber hätte nehmen können. Das ist uns aber dort, hatten wir das noch nicht auf dem Schirm, weil wir bis dahin noch keine Uber-App hatten. Ja, weiter ging es dann nach Sintra. Das ist, glaube ich, eine halbe Stunde Fahrt ungefähr. Dort haben wir so einen kleinen, schnuckligen Campingplatz gefunden. Da waren ungefähr 10? Platz für 10 Leute oder so. Und aber trotzdem echt auch alles da, sogar mit Pool. Und dort haben wir den Besitzer gefragt, ob es Sinn macht, mit den Fahrrädern die Paläste anzugucken. Und er hat uns dann auf die Idee gebracht, dass wir das dann mit einer Uber, mit einem Uber machen. Die richtige Entscheidung, ja. Genau, die Fahrt hat dann auch nur, das teuerste war 15 Euro und das billigste war 8 Euro für eine Fahrstrecke von 12 Kilometer circa. Ja. Wir haben uns dort angeschaut, zwei Paläste. Einmal den Palast de Pena, das ist ja dieser tolle bunte Palast. Da gibt es übrigens auch ein tolles Video dazu. Und dann waren wir noch in dem Quinta da Regulera, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall, das ist ein richtig tolles Ding zum Anschauen, mit einem tollen Garten. Man sieht so viel, also es ist so richtig, so ein bisschen so für Esoteriker ist es schön und für so Romantiker, die auf, ich sag jetzt so, alte, schöne Sachen stehen. Müsst ihr auch im Video mal angucken. Genau, wie im Märchen. Genau. Und Sintra könnte man tatsächlich auch eine komplette Woche verbringen, weil die so viele Paläste und Herrenhäuser und so viele schöne alte Sachen haben. Also wir hatten leider irgendwie nur 2 Tage Zeit, deswegen nur diese 2 Paläste, aber informiert euch mal, Sintra hat so viel zum Anschauen. Was wir am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatten, war die Stadt Porto. Und wir sind da aber trotzdem vorbei und haben uns aber vorher überhaupt nicht informiert darüber und waren dann dermaßen begeistert. Also die Stadt ist viel schöner wie Lissabon. Da machen wir ein Video mit Lissabon und Porto zusammen, ja. Richtig toll, eine ganz tolle Promenade mit Straßenmusikern, dann gibt es immer wieder Erhöhungen, wo man richtig tolle Aussicht auf diese ganze Stadt bzw. auf die Altstadt hat und so viele tolle Gassen, wow, unbedingt sehenswert. Echt der Wahnsinn. So, wir verlassen Portugal und kommen nach Spanien. Dort haben wir eine Filmkulisse gefunden von dem Westernfilm Die zwei glorreichen Halunken. Und dort sind wir vorbeigefahren. Das war echt eine coole Location. Außerdem sind wir dort freigestanden. Es hat nichts gekostet. Es waren nur wir und noch ein anderer mit einem Wohnmobil da. Also es war echt super. Und die Location heißt Sad Hill Cemetery. Zum Schluss haben wir uns noch ein bisschen Auszeit gegönnt in Frankreich. Und zwar haben wir da einen sehr tollen Campingplatz gefunden in Le Saint-Martin. Ein 5-Sterne-Campingplatz, auch das natürlich wieder mit der AXI-Card. Ja, der hat nur 19 Euro gekostet, der war echt eine Sensation mit Megapool, alles drum und dran. Dann war eigentlich nur eine Düne zwischen Campingplatz und dem Meer. Ja, das war echt eine Sensation. Wir gehen eh meistens immer auf Campingplätze, weil wir den Vorteil von den sanitären Anlagen gerne nutzen oder auch mal ein Restaurant oder Einkaufsläden und was weiß ich. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr mehr die Wohnmobilisten, die auf dem Campingplatz stehen oder steht ihr lieber frei und ja, spart euch natürlich dann noch mehr Geld, wie wir mit der AXI-Card.
Ja, auch 4 Wochen sind irgendwann vorbei und unser letzter Ausflug war dann noch in Frankreich. Und zwar sind wir die Höhle von Padirac, Le Gouffre de Padirac, haben wir uns dann noch angeschaut. Genau, und das ist ein großes Loch, wo man runtergehen kann, 100 Meter. Und dann kann man da so eine Tropfsteinhöhle anschauen. Teilweise fährt man da mit einem Boot durch und so. Also es ist echt eine mega interessante Location, die man auf jeden Fall gesehen haben sollte, wenn man mal da in der Nähe ist. Das war unsere Rundreise und folgt uns, um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen von den tollen Highlights. Ja, jetzt kommen wir noch zu den Zahlen und Fakten. Die ganze Rundreise waren 5679 Kilometer und wir haben das Ganze in einer Fahrzeit gemacht von 78 Stunden. Allerdings muss man dazu sagen, wir sind zurück durch Frankreich ohne Maut gefahren. Da war die Fahrzeit circa 3 Stunden länger, aber 200 Euro sparen ist mir das auf jeden Fall wert. Insgesamt an Spritkosten haben wir circa 1200 Euro gehabt. Es kommt natürlich ganz drauf an, wo man tankt, wie weit man damit kommt und so. Am besten tankt ihr immer in Spanien, da war es am billigsten. Die nächsten Kosten sind Campingplätze. Wie gesagt, meistens konnten wir die AXI-Card nutzen und haben so Schnäppchen gehabt wie 15 Euro, 18 Euro oder so. Insgesamt sind wir 3 oder 4 Mal freigestanden. Wo wir nichts gezahlt haben. Dann zu der Maut. Einmal der Hinweg durch Frankreich hat ca. 200 Euro gekostet. In Portugal haben wir einmal die elektrische Erfassung. Wenn ihr über die Grenze fahrt, müsst ihr raus. Das ist dann ja wie so ein Parkplatz. Da wird euer Nummernschild gescannt und man tut seine Kreditkarte hinterlegen. Und dann werden die elektrisch erfasst und es wird dann automatisch abgebucht. Oder ihr macht es so wie wir. Wir haben wie so eine Prepaid-Karte an der Tankstelle gekauft. Da kann man dann per SMS sein Nummernschild hinterlegen und dann wird es abgezogen. 20 Euro waren das, wo wir gekauft haben und das hat so ziemlich genau gepasst. Ich glaube, 2 Euro sind noch übrig. Aber ihr müsst natürlich trotzdem noch an den Mautstellen auch zahlen. Also dann, wenn die Mautstelle kommt, das zählt nicht zu dieser elektronischen Erfassung. Genau, die Oldschool-Dinger, wo man dann nochmal mit der Kreditkarte oder in Bar zahlen kann, die gibt es auch noch. Das waren ca. 100 Euro, wo wir in Portugal an diesen Schaltern gezahlt haben und nochmal diese 20 Euro über diese elektrische Erfassung. Ansonsten haben wir noch Ausgaben gehabt, natürlich für Ausflüge, Burg-Eintritte, Bootstour haben wir noch gemacht und so. Dann sind wir essen gegangen, hin und wieder mal. Das alles zusammen war nochmal 1200. Und so sind wir auf insgesamt 3300 Euro gekommen für 4 Wochen. Was haltet ihr von dem Preis? Findet ihr das viel oder wenig? Oder ja, das kommt natürlich darauf an, wie man unterwegs ist. Es geht bestimmt viel billiger, es geht aber auch bestimmt viel teurer. Es kommt natürlich auch immer auf die Zeit drauf an, ob man in der Hauptsaison ist oder wie wir jetzt in der Nebensaison. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen und ihr lasst uns einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.